da sieht man auf jeden Fall irgendwas. Also ich hoffe, das ist irgendein Tierchen oder irgendwas und das ist keine Hand. Leute wurden lebendig in einen Sarg gesteckt, Freunde, und es wurde geguckt, wie sie reagieren. Das seht ihr in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall gespannt, die Reaktion ist wirklich unglaublich. Und ja, willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid heute gut drauf, ihr habt ein Lachen auf Gesicht. Ich würde sagen, ich laber nicht lange und es geht rein ins Video. Hier sehen wir, Freunde, das Experiment. Hier sind schon mal die ersten Leute, die jetzt tatsächlich in einen Sarg gesteckt werden. Und zwar völlig lebendig, Freunde. Oh mein Gott, das erste Gefühl, glaube ich, wenn das Ding zugeht. Also es ist auf jeden Fall nichts für Leute mit Klaustrophobie. Das heißt also, die Angst, glaube ich, vor engen Räumen. Okay, Freunde, ihr müsst euch vorstellen, die werden da jetzt, also die bleiben da jetzt so lange sitzen, wie sie natürlich möchten. Aber das Ding ist, der ist ja sogar noch beleuchtet und gut innen drin ausgestattet. Also das ist ja relativ, ich sag mal, noch gemütlich da drin. Ne? Wie unangenehm ist das? Diese Frau fängt hier an zu weinen. Sie muss auch anfangen zu weinen. Sie ruft direkt ihren Mann an und sagt, dass sie ihn lieb hat. Also das ist krass, was das mit den Menschen hier gemacht hat. Ein einfaches Experiment. Freunde, auch Mr. Beast, den kennt ihr ja wahrscheinlich. Der hat das Experiment auch gemacht tatsächlich. Der ist hier auch in einen Sarg gegangen. Er liegt jetzt hier im Sarg und der hat hier hinten sogar Plastikflaschen, in die er hineinpinkelt. Weil wenn du ein paar Stunden im Sarg bist, du musst natürlich... Naja, du musst auch mal für kleine Jungs. Und Freunde, die können über Funk reden und der ist da mitten unter der Erde. Ich finde das voll crazy, aber er hat natürlich viel Platz. So kann er, also so kriegt er natürlich nicht so schnell so eine Panikattacke. Aber er hat relativ Platz, mit viel Platz und relativ gemütlich da. Okay, die machen jetzt noch ein Lagerfeuer auf ihm drauf. Okay, stark. Oh mein Gott, diese Flaschen dahinter, das ist echt ein bisschen... Okay, graben den jetzt wieder aus? Nein. Hey, voll komisch die Vorstellung, dass er da einfach drunter liegt, ne? Okay, jetzt wird er ausgegraben. Er kriegt langsam so ein bisschen Tränen in die Augen. Ey, das war bei den anderen auch gerade. Ich weiß nicht, warum die anfangen zu weinen. Ich glaube, das ist ein sehr bedrückender Moment, wenn du da so festhängst unter der Erde und nicht rauskommst. Ich frage mich auch immer, schafft man das, sich rauszuwachsen? Aber Freunde, ich habe darüber mal ein Video gemacht und du schaffst es, glaube ich, nicht. Aber Leute, es gibt inzwischen sogar Särge, die tatsächlich irgendwie so ein Notfallsystem haben. Irgend so eine Klingel oder so ein Seil, da kann man dran ziehen, falls du noch lebendig sein solltest, weil das ist eine Angst von sehr vielen Menschen, dass sie irgendwie im Sarg wieder aufwachen, Freunde. Und jetzt müsst ihr euch festhalten, Freunde. Es gibt hier ein Video tatsächlich von diesem Sarg hier, von diesem Begräbnis auf einer Beerdigung. Und da ist, ich weiß auch nicht, was das soll, aber da ist oben auf jeden Fall so eine Glasscheibe. Ich weiß nicht warum, damit man die Leiche noch beobachten kann. Auf jeden Fall sieht man dort eine Hand oder eine Bewegung, als würde diese Person winken. Da sieht man auf jeden Fall irgendwas. Also ich hoffe, das ist irgendein Tierchen oder irgendwas und das ist keine Hand, weil wenn das eine Hand ist, eieiei, das ist relativ unheimlich dann. Irgendwie, das sieht aus wie so eine Hand oder wie ein Daumen, den man da sehen kann. Mit der letzten Kraft irgendwie, ja, noch die Hand gehoben. Ich weiß nicht, was das genau ist. Auf jeden Fall, das Lustigste daran ist, die haben den Sarg nicht geöffnet. Die haben gesagt, okay, da konnte man irgendwas sehen, scheißegal. Aber diese Person ist auf jeden Fall als tot identifiziert. Und man muss sich einfach vorstellen, das nervt mich gerade. Man stellt sich einfach vor, die Person war noch am Leben. Doof gelaufen, ne? Doof gelaufen, würde ich mal sagen. Freunde, mal kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße raus an die Margangster, an GX Raider, an Fox und an Lea Nobili, wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst. Schreib einfach mal einen Kommentar und mit etwas Glück bist du im nächsten Video auch dabei. Okay, Freunde, was passiert eigentlich, wenn du in einem Sarg lebendig eingesperrt wirst? Da gibt es jetzt hier so eine Statistik, Freunde. Erstmal, okay, 10 Tage bevor du im Sarg kommst, du bist das Mafia-Ziel, okay? Ein Tag davor wirst du von denen gekidnappt. Denn kurz davor, kurz danach realisierst du, was passiert ist. Eine Sekunde, Panik. 5 Sekunden, du schreist nach Hilfe. 10 Sekunden, dein Herzschlag erhöht sich. 20 Sekunden, du nimmst tiefe Atemzüge. Okay, 50 Sekunden, du nimmst wahr, wie ruhig es eigentlich ist. Nach einer Minute, du fühlst dich desorientiert. Du weißt nicht, wohin. Nach 1,5 Minuten, nach anderthalb Minuten, du fängst die Wände an zu berühren. Nach 2 Minuten, du checkst ab, was du alles dabei hast. Nach 2 Minuten, du realisierst, dass du keine Streichhölzer anmachen darfst. Das würde zwar etwas Licht geben, aber es nimmt dir den letzten Sauerstoff, den du im Sack hast, weil dein Sauerstoff ist begrenzt. Nach 2,5 Minuten, du bekommst einen Adrenalinkick. Nach 3 Minuten,
Du guckst, ob du ein Handysignal hast. Du checkst nach 4 Minuten, ob du einen Dead Ringer hast. Das ist das, was ich meinte. Tatsächlich ist das, gibt es das, falls Leute noch am Leben sein sollte, können die an dieser Glocke läuten. Und draußen hört man dann eine Glocke läuten. Das gab es auch früher schon. Gibt es das nicht auch so einen Horrorfilm, dass denn da so eine Glocke ist und die dann, boah, voll gruselig. Stell dir mal vor, da ist jemand schon ein paar Tage da unter Erde und plötzlich klingelt diese Glocke. Wie gruselig ist das denn? Dann klopfst du gegen die Decke vom Sarg, dann fühlst du dich natürlich ungemütlich. Nach 5 Minuten bekommst du auch eine Klaustrophobie. Also, was ich schon sagte, du kriegst Panik vor diesem engen Raum. Nach 5,5 Minuten hyperventilierst du. Du bekommst Schnappatmung. Nach ebenfalls schwitzt du. Nach 6 Minuten fängst du an zu meditieren, weil du merkst, dieser Adrenalinkick, dieses Hyperventilieren bringt dir nichts. Es nimmt dir nur den letzten Sauerstoff. Nach 8 Minuten checkst du, was tatsächlich aus welchem Material der Sarg besteht, um alle deine Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Nach 10 Minuten checkst du, okay, wenn es Holz ist, dann drück dagegen. Gegen die Wände hauen, nach 15 Minuten, nach 30 Minuten geht langsam dein Sauerstoff zu Ende. Nach 40 Minuten fängst du natürlich an zu dehydrieren, weil du auch kaum Wasser hast und sehr viel Wasser oder Schweißausstoß hast. Dann bekommst du nach 45 Minuten einen mächtigen Kopfschmerz. Nach 50 Minuten wird dir schwummerillig und du gehst, wirst langsam vielleicht etwas in die ohnmächtige Richtung. Nach einer Stunde wirst du demotiviert und gibst langsam schon auf. Nach einer Stunde, nach 1,2 Stunden, fängst du weiter an, die Wand zu schlagen, weil du natürlich alles versuchst, um irgendwie da rauszubekommen. Du ziehst dein T-Shirt aus nach 1,3 Stunden, weil du natürlich etwas mehr Platz haben willst und natürlich auch ordentlich schwitzt in diesem kleinen Sarg. Nach 1,3 Stunden packst du das T-Shirt ebenfalls in dein Gesicht, weil langsam lose Erde ein bisschen in deinen Sarg kommt und du natürlich nicht ersticken willst daran. Der emotionale Stress und alles macht dich sehr fertig, dir wird übel. Du musst dich vielleicht so übergeben. Nach 1,5 Stunden kickst du gegen alle Wände, was dir überhaupt in den Sinn kommt. Aber man muss sich halt vorstellen, du bist natürlich begraben von sehr viel Gewicht Sand. Ob das klappt, ist halt sehr schwierig, ja. Du versuchst weiterhin zu entkommen. Du machst mir wieder Hoffnung. Nach 1,5 Stunden, es kommt plötzlich ein Hoffnungskick. Und wenn es natürlich ein billiger Sarg ist, kannst du dir vielleicht wirklich durchkicken. Du musst hoffen, dass es kein tiefes Grab ist, ja, und du schnell da rauskommst. Und auch hoffen natürlich, dass es nicht geregnet hat, weil wenn der Sand nass ist, natürlich ist er natürlich nochmal umso schwieriger zu bewegen und wiegt natürlich auch. Du musst dich wie ein Wurm rausbewegen, weil nur so kommst du durch den schweren Sand. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist alles. Wenn es natürlich ein sehr harter Sarg ist, dann wirst du es natürlich nicht schaffen. Nach 1,8 Stunden fängst du nochmal ein letztes Mal an zu weinen und du akzeptierst langsam deinen Tod. Langsam vergiftet sich dein Blut, weil der Sauerstoff sich dem Ende zuneigt nach 2 Stunden. Nach natürlich wenig Bewegung und deinen ganzen Panikattacken nach 2,5 Stunden hast du auch natürlich Muskelzuckung und heftige Muskelprobleme. Nach 3 Stunden ist deine Dehydration so krass, du fängst an, deinen Urin noch zu trinken als letzten Ausweg. Nach 4 Stunden wirst du endgültig bewusstlos. Nach 4,5 Stunden bekommst du richtige Anfälle, dein Körper fängt an zu schütteln. Du bekommst langsam Schaum aus dem Mund. Nach 4,8 Stunden lässt auch dein Gehirn ganz stark nach. Du hast Konzentrationsschwierigkeiten. Wenn du natürlich noch überhaupt bei Bewusstsein bist, nach 5 Stunden stirbst du endgültig. Und nach 12 Jahren kompostierst du in der Erde. Okay, das war sehr gruselig. Das war sehr, sehr schlimm gerade, was wir hier gerade gelesen haben. Aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Freunde. Ich glaube, ich stelle mir dieses Experiment sehr, sehr schlimm vor. Oder überhaupt den Fakt, in irgendeiner Weise lebendig zu begraben zu werden. Wow, stelle ich mir sehr, sehr eklig vor, Freunde. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, oder wie kann man sagen? Ich hoffe, ihr fand es gruselig, Freunde. Hier kommt es auch zu meinem Shop. Hier kannst du abonnieren. Hier siehst du 2 andere coole Videos. Checkt sie auf jeden Fall ab. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische bei einem neuen Video. Haut rein, ciao, ciao. Danke fürs Anschauen. Euer El Magi.